Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Jesus spricht: Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Hier spricht Martin Theator aus Grünstadt. Guten Tag. Morgen feiern wir Christi Himmelfahrt. Und die drei Tage zuvor sind in der Kirche von alters her Bittage. Gläubige Menschen bitten. Wir tragen vor Gott, was uns am Herzen liegt. Was liegt Ihnen gerade am Herzen? Worum möchten Sie jetzt Gott bitten? Quälen Sie persönliche Probleme und Sorgen? Belastet Sie die Not der Welt in dieser Zeit der Corona-Krise? Oder fällt Ihnen ein Mensch ein, für den Sie beten möchten? Aber hilft das überhaupt? Ob Gott mich hört? Jesus hat fest darauf vertraut. Selber hat er viele Bitten vor Gott getragen, für seine Jünger, für seine Henker, in Todesnot auch für sich selbst. Dass er am Ende sein Leben gibt, ist eine einzige große Bitte für uns. Von Ostern her glauben wir, dass der Vater seine Bitte erhört hat. Heute vor Himmelfahrt geben wir Jesus gleichsam unsere Bitten mit auf seinen Weg zum Vater. Uns aber erbittet Jesus vom Vater den Beistand, einer, der immer bei uns bleiben soll, indem Jesus bei uns bleibt, indem Gott bei uns bleibt. Der Beistand, Anwalt, Fürsprecher, der immer für uns eintritt, unsere Bitten mitbetet, sie hinträgt vor Gott, der noch den unaussprechlichen Seufzer aus unseren Herzen zum Vater trägt. Im Vertrauen auf diesen Beistand in mir, im Vertrauen auf Jesu Wort, in seinem Gottvertrauen wage ich es, immer wieder zu bitten. Mit Jesus bin ich mir gewiss, du Gott hörst mich, erhörst mich. Oder wie Paulus schreibt, wir wissen, dass Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Wir beten. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns auf unseren Wegen. Sei Quelle und Brot in wüste Not, sei mit uns mit deinem Segen. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns in allem Leiden. Voll Wärme und Licht im Angesicht, sei nahe in schweren Zeiten. Bewahre uns, Gott, behüte uns, Gott, sei mit uns vor allem Bösen. Sei Hilfe, sei Kraft, die Frieden schafft, sei in uns, uns zu erlösen. Und der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab, und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.